Also herzlich willkommen bei meinem Vortrag Sicherung für Heimanwender. Dass eine Sicherung wichtig ist, ist wahrscheinlich jedem klar. Was wollen wir? Backups. Wann wollen wir es machen? Morgen. Das klassische Problem. Mein Name ist Peter Linzbauer. Ich will heute einen einfachen Weg zeigen, wie man eben Backups erstellen kann als Heimanwender. Und zwar soll das so einfach sein, dass ich eigentlich keine Knöpfe mehr drücken muss, sondern dass die Sicherung automatisch funktioniert, weil dann funktioniert es nämlich wirklich. Ich selber betreue eine Firma in St. Pölten, eine archäologische Firma, mit allen Belangen der EDV und nebenbei fotografiere ich noch für einen Fotodienst. Das heißt, man kann mich auch als Fotograf buchen und heute will ich eben über Backups sprechen. So, die 3-2-1-Regel. Haben wir vielleicht schon mal gehört. Das Wesentliche ist, dass man von jeder Datei, die man schreibt, von jedem Foto, das man macht, im Endeffekt 3 Varianten hat. Eine ist lokal auf meinem Computer, eine ist auf meinem Sicherungsmedium und die dritte liegt auf einem Medium, das weiter entfernt ist. Das heißt unterschiedliche Datenträger und räumlich getrennt. Klassisches Beispiel, Diebstahl. Ist ein Freund von mir passiert, der hat eine Kopie am Computer gehabt, eine Sicherung auf USB-Stick, eine Sicherung auf CD und das ist alles am Schreibtisch gelegen. Einbrecher durchs Fenster, Tisch abgeräumt und alles weg, obwohl die Sicherungen vorhanden waren. Das heißt, eine muss immer räumlich getrennt sein. So, Sicherungsziel. USB-Stick hat wahrscheinlich jeder einstecken von euch. Das heißt, die einfachste Sache ist, dass man eine Kopie macht auf dem USB-Stick. Für größere Sachen dann Festplatten, für noch größere Sachen das Netzwerkziel. Das heißt, ich zeige heute ganz kurz her, wie man eben die Sicherung macht. Auf der einen Seite auf dem USB-Stick, ganz einfach. Und dann, wenn man es eben genauer haben will oder automatisiert haben will, wie man es auf das Netzwerk-Festplatte kriegt. Dafür habe ich 2 Programme rausgesucht. Es gibt unzählige Backup-Programme. Die 2 habe ich ausgesucht, weil DejaDub oder die Datensicherung unter Ubuntu vorinstalliert ist. Das heißt, wenn man Standard-Ubuntu-Installation nimmt, dann ist die schon drauf. Das heißt, besser wie gar keine Sicherung ist, ich nehme das, stecke einen USB-Stick an und sage, bitte sichern. Der Vorteil ist, es ist sehr einfach. Das ist aber gleichzeitig auch der Nachteil, weil gewisse Sachen ein bisschen intransparent sind. Dazu aber noch mehr. Back in Time bietet wesentlich mehr Funktionen. Das ist der Vorteil und das ist aber auch der Nachteil. Ich muss wesentlich genauer einstellen, was ich genau machen möchte. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel noch keine funktionierende Datensicherung zu Hause habt, dann würde ich vorschlagen, schließt einmal Festplatten an, nehmt einmal die Datensicherung, lasst sie einmal durchlaufen. Dann ist das erste Backup erledigt. Und dann kann ich mich darum kümmern, wie ich automatisiert das Backup mache. So, das ist DejaDub, also die Datensicherung. Und man sieht, man hat eigentlich nur 5 Karten zum Anklicken und dadurch wird das Ganze erledigt. Ich habe die recht lange auch selber im Einsatz gehabt. Man sieht, das letzte Backup wurde gemacht vor 186 Tagen. Das liegt nicht daran, dass ich kein Backup mehr mache, sondern dass ich einfach den Weg gewechselt habe, das Backup zu machen. Jetzt kann man die Frage auch mal ans Publikum stellen, wie lange ist die letzte Datensicherung her? Vor einem Tag, gestern gesichert, vor einer Woche, vor einem Monat, vor einem Jahr, gar keine Sicherung. Ah ja, das sind die Mutigen da hinten. Gut. Wie gesagt, ganz einfach. Man stellt ein, wo man, also welche Ordner man sichern will. Normalerweise nimmt man einfach das Home-Verzeichnis, da sind alle Sachen drin, die relevant sind. Und man kann Ordner ignorieren. Ignorieren zum Beispiel Papierkorb oder einen Download-Ordner. Dann sagt man wohin, da sucht man eben eine Festplatte oder einen USB-Stick aus und dann kann man eine Zeitplanung machen. Im einfachsten Sinn ist anstecken, Programm aufrufen, sichern, klicken. Dann sichert er die Sachen und er verpackt es aber in einen Container. Das heißt, er zippt das Ganze und man kann es nur extrahieren wieder mit dem Programm. Das ist eben ein bisschen ein Nachteil. An diesem Programm.
wo ich selber schon Probleme gehabt habe, ist beim Wiederherstellen, dass man die gleiche Betriebssystemversion benutzen muss. Das heißt, ich habe zum Beispiel den Fall gehabt, Ubuntu 16.4, mir ist die Festplatte gegangen, mechanischer Defekt. Dann habe ich halt gleich 18.4 aufgesetzt und wollte das Backup einspielen. Und dann sagt dieser Typ, geht nicht. Falsche Systemversion, funktioniert nicht. Das heißt, das ist ein Nachteil bei dem Ganzen. Gut. Wenn man das dann genauer, also übers Netzwerk machen will, das heißt, ich habe einen Datenträger, ich habe mir eine Synology ausgesucht, weil die Dinge einfach funktionieren. Man kann das mit jedem Netzwerkserver machen. Synology stellt man auf, stellt automatisch Updates ein und das Ding läuft, man braucht nicht mehr draufschauen. Was man auf der Synology macht, ist SSH aktivieren, den Nutzer anlegen und die Funktion Homes aktivieren. Auf meinem Computer, der gesichert werden sollte, muss ich einen SSH-Key erzeugen, den dann auf die Synology exportieren und dann nur Back-in-Time einrichten. So. Das heißt, das ist ein Screenshot von der Synology, grafische Oberfläche, Web-Oberfläche. Man geht ein, setzt einen Haken, SSH-Dienst aktivieren. Dann legt man den Benutzer an, mit einem Passwort, sagt erstellen. Gut. Und dann geht man nur in die Systemsteuerung und muss die Homes aktivieren. Das heißt, es rennt auf der Synology Linux dahinter, ist es aber nicht so, dass automatisch Home-Verzeichnisse für alle Benutzer angelegt werden. Das muss erst aktivieren, diese Funktion. Und dann sind wir eigentlich mit der Synology im Server schon wieder fertig. Dann gehen wir auf unseren lokalen Rechner, machen die Konsole auf, setzen den Befehl ab, den Keygen-Befehl, der erstellt mir einen privaten Schlüssel und mit dem Befehl spielst du dann auf die Synology drauf. Die IP-Adresse muss natürlich angepasst werden, je nachdem, was die dann im Heimnetzwerk hat. So, dann rufe ich mal back eine Frage. Das heißt quasi, die Synology läuft auf dem. Das heißt, die Synology ist, ist die Software, die auf dem Server läuft, auf den ich sichern möchte. Ist das richtig? Genau. Synology ist der Firmenname und die produzieren einfach Netzwerkfestplatten. Das heißt mit 2 Slots, mit 4 Slots, mit 12 Slots und es ist einfach so ein Kasten. Gehen wir nochmal herzeigen. So ein Kasten und da vorne die 4 Fächer, da sind 4 Festplatten drin. Das heißt, man kann das als RAID konfigurieren, man kann es selber benutzen, man kann Videoaufzeichnungen damit machen, das ist auch gängig dafür, als Medienserver benutzen und so weiter. Ich habe es in dem Fall als Sicherungsziel eingerichtet. Also sehr vielseitig und sehr einfach zu bedienen. Also gibt es auch viele Hersteller, Synology ist einer davon. Gut. Also, der Key wird aufgespürt. Und dann müssen wir es noch konfigurieren. Wer genau aufpasst hat, hat gesehen, dass ich da eine andere IP-Adresse benutzt habe, wie in dem Screenshot. Ja. Also man muss anpassen an die jeweilige, ans jeweilige Netzwerk natürlich. Man gibt die IP-Adresse ein, den Benutzernamen vom Server, den privaten Schlüssel, wo der liegt, das ist der Standardordner. Und dann brauche ich eigentlich nur mehr sagen, wie oft es sichern will. Alle anderen Einstellungen sind optional. Das heißt, dann klicke ich OK. Ich sage einmal am Tag mit Anachron, das funktioniert bei mir am besten. Und dann mache ich mich um nichts mehr kümmern. Das heißt, ich trage meinen Computer auf, der findet die Synology und sichert. Mehr tut es also wirklich einfach dann in der Benutzung. So. Jetzt gesetzt der Fall, ich habe einen Datenverlust und ich will was wiederherstellen. Dann schaut es so aus. Das heißt, ich kann über das Programm mir die Snapshots anschauen, wann gesichert worden ist und kann da drin dann auch browsen. Ich kann reinklicken, kann sagen, nimm mir bitte die eine Datei, stell mir nur die eine her. Das ist bei dem Typ, was ich vorher gesagt habe, nicht so leicht möglich. Also ich habe es nicht wirklich zusammengebracht. Da ist es ganz einfach. Anklicken, welche Version will ich haben, dann gehe ich in den Ordner rein und sage, nimm mir genau die eine aus. Und ich kann eben das auch so konfigurieren,
dass man nicht gezippt auf das Sicherungsziel legt, sondern wirklich als Dateien. Und dann ist wurscht, mit was ich darauf zugreife, ich kann mir einfach die Daten aussuchen. Das ist der große Vorteil für mich von dem. Gut, das war es eigentlich auch schon wieder mit meiner Präsentation. Das Video wird natürlich ins Internet gestellt, die PowerPoint auch. Und auf meinem Blog gibt es die Anleitung auch nochmal, wenn man es nachlesen möchte. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Zeit für Fragen. Das heißt, bitte. Ist diese Sicherung jetzt mit Back in Time nur für den einzelnen User oder kann ich damit auch Systemdateien, was weiß ich, etc. und so weiter, also mit Root-Rechten sichern? So, schauen wir, ob wir den spielen können. Ja, ich beantworte es einfach so. Und zwar, ich kann Back in Time aufrufen, entweder als normaler User, dann kann ich nur mein Home-Verzeichnis sichern, oder ich kann es auch als Root aufrufen, dann kann ich alles sichern. Also er installiert einfach auch die zwei Programmmenüs, wirklich grafische Oberfläche, wenn ich es anklicke, das oder das. Wobei ich persönlich immer nur die User-Dateien sichert, weil ein Betriebssystem wie Linux echt schnell installiert ist. Also 3 Minuten ist das auf einer Maschine drauf. Gut, Fragen noch? Nein, nur zur Sicherung, Systemeinstellungsdateien, also gerade etc. und so, das brauche ich unbedingt. Ne? Und das kriege ich als normaler User nicht. Ja, ist klar, wann man das braucht. Wie ist das bei OpenSUSE, meine Frage? Bei OpenSUSE, ich habe es aber natürlich nicht probiert, aber im Normalfall funktionieren alle die Programme auch auf OpenSUSE. Das heißt, OpenSUSE hat ja an, wie ist die Paketverwaltung? YAST, genau. Und ich glaube, dort müsste man mal schauen, ob man es auch findet im YAST. Gibt es ein Programm, mit dem man eine Sicherung durchführen kann, wo nur die veränderten Daten Back in Time und Déjà-vu machen beides. Also die sichern nur die veränderten Daten. Déjà-vu auch? Ja, Déjà-vu auch. Okay, danke. Ich wollte nur einwerfen zur Sicherung von den Systemkonfigurationsdateien. Ich habe es so gemacht, dass ich meine ganze Konfiguration auch auf den auch die der Clients als Code habe, also als Ansible. Damit spart man sich das Sichern und kann nach Neuaufsetzen das auch schnell wieder herstellen. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Gut, sind wir soweit fertig, dann sage ich danke. Ich bin ja noch ein bisschen da, wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr gerne mit mir plaudern. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit.